ich war da schon so ein bisschen schockiert über den einen oder anderen Artikel. Also ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war. Überschrift, Mainz wartet auf den Messias. Also das war mir äußerst unangenehm. Ich bin eben nicht der Heiland, ich bin eben nicht der Messias, sondern ich war in Mainz viele, viele Jahre und ich kann aus der Vergangenheit sagen, da war auch nicht immer alles optimal. Ja, entweder wir sind Mainzer und stehen zusammen in dieser schwierigen Situation oder wir sind es eben nicht. Und das ist das, was ich mir jetzt vorstelle. Und das ist auch ein Grund, warum ich gekommen bin. Weil ich glaube, wir gehen hier komplett in eine falsche Richtung. Kritik ist immer erlaubt. Natürlich kann man Kritik äußern, wenn die Mannschaft schlecht spielt. Aber man muss immer so ein bisschen das Gefühl haben, trotz der Kritik ist das unser Verein. Die meisten sagen, wir sind abgestiegen. Ja, wir müssen jetzt anfangen, uns zu wehren. Die Mannschaft an allererster Stelle. Aber ich glaube auch wir als Mainzer, wir wehren uns gegen diesen Abstieg. Und am besten geht es heute Mittag los. Und dann würde ich mir wünschen, dass alle mal sagen wieder, jawohl, das ist Mainz 05, das ist mein Verein. Und jetzt geht's los. Wir sind da, wir haben konkrete Ideen und zu Namen und Wasserstandsmeldungen, wie was jetzt mit wem besprochen wurde und so, das lassen wir noch weg. Hier kennt man Bo und dass die Idee aufploppt, ist ja nicht so abwegig, aber nochmal, wir wollen dazu im Moment nicht mehr sagen.